Hallo ihr Lieben, willkommen zurück bei Renis Bastelkau-Oase. Ich habe Post bekommen. Zum einen hat mich eine Karte erreicht von der lieben Sandra. Eine Weihnachtskarte. Wir hatten vor kurzem ATC-Karten getauscht über meine Facebook-Gruppe. Vielen lieben Dank, gefällt mir sehr gut. Also gerade die Farben ist ja so blau und türkis, ist ja immer meine Richtung. Vielen lieben Dank. Und dann hat mich dieses Paket erreicht. Von der lieben Anneliese. Ja, was soll ich da sagen? Ich habe gerade mal in die Karte gelunzt. Sie hat mir hier einen Aufsteller. Da kann man noch ein Teelicht reinmachen. Also es ist hier mit Transparentpapier. Ist auch eine sehr süße Idee und wirklich sehr schön gemacht. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar ATC-Karten für mich. Sehr, sehr schön. Die kommen dann auch gleich. Ich habe gerade gestern habe ich mein Album aktualisiert und endlich mal alles eingeheftet, was da rein muss. Ja, jetzt kann ich gerade weitermachen. So, und sie hat mir geschrieben, hier nun dein kleiner Nikolaus. Ich hoffe, die Stempelabdrücke gefallen dir. Ich möchte noch einmal Danke für alles sagen. In das Kärtchen kannst du das Teelicht stellen. Ich finde deine Gruppe echt toll. Ganz liebe Grüße und bleib gesund, Anneliese. Ja, also das war der Nach-Nikolaustausch, weil mir das einfach zu spät eingefallen ist, als mir das eingefallen ist, dass wir ja einen kleinen Nikolaus machen könnten in der Gruppe, war es zeitlich nicht mehr schaffbar, das pünktlich zum Nikolaus wegzuschicken. Und deswegen habe ich es Nach-Nikolaus genannt. Ja, und jetzt hat die liebe verrückte Anneliese mir hier ein Päckchen geschickt mit ganz vielen Stempelabdrücken. Faultiermanie. Da freue ich mich immer ganz besonders. Mal gucken, dass wir das hier alles irgendwie ins Bild bekommen. Vielleicht stelle ich einfach mal das Päckchen runter. Dann gibt es auch kein Problem mit der Adresse, die man dann eventuell aus Versehen sieht. Ach du liebe Zeit, was kommt denn hier alles raus? Ist auch das besagte Teelicht. Wo habe ich jetzt die Karte? So, das stellt man dann da rein. Gut, jetzt ist hier ein bisschen arg hell, man sieht es jetzt nicht so, aber es ist eine sehr süße Idee. So, einmal ausgepackt. Wir haben, was haben wir denn hier alles? Ach du liebe Zeit. So viele Sachen. Wolle zum Filzen, was ich die ganze Zeit machen wollte und irgendwie nicht dazu komme. Aber ich habe jetzt ab Freitag Urlaub. Also ab Freitag kommen hoffentlich dann wieder ein paar mehr Videos, auch ein paar Bastelsachen, auch ein paar Pouring-Bilder. Und filzen will ich ja auch noch. Mach mir ein Regenbogenfaultier. Warum eigentlich nicht? Aber erstmal mache ich ein normales, weil ich ja natürlich wissen möchte, wie es funktioniert. Dann hatte sie mich gefragt, was ich eigentlich so gerne nasche. Weiße Schokolade steht bei mir sehr hoch im Kurs und Toblerone mag ich tatsächlich extrem gerne. Die hier habe ich noch nicht probiert. Das heißt, da bin ich jetzt gespannt. Also es ist weiße Schokolade, es kann eigentlich nur gut schmecken, aber ich bin gespannt. So, und jetzt haben wir hier noch zwei sehr aufwendige Verpackungen, wie ich finde. So, ich fürchte, es ist nicht ganz heile angekommen, aber das kann man sicher wieder festkleben. Also das hat, glaube ich, da drinnen geklebt. Ist aber nicht so schlimm. Das kleben wir uns einfach wieder fest. Wir holen das mal raus. Ich weiß nämlich noch gar nicht, was es ist. Ach, zum Baden, okay. Konfetti, Badekonfetti oder wie sich das schimpft. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Also das klebe ich wieder fest. Das ist ja nicht schlimm, liebe Anneliese. Alles gut. Also bis jetzt ist alles sehr heile angekommen. Bis auf die eine abgelöste Ecke ist alles super. So. Ist auch sehr schön hier mit dem Verschluss, finde ich. Ist bestimmt auch wieder geplottet, schätze ich mal. Ja, wohl dem, der einen Plotter hat. Ich habe leider keinen. Und dann, das ist ja echt mal.
Total süß. Ein Nähkästchen. Aus dem Nähkästchen geplaudert. Hä? Ein Traum, oder? Ups. Ich versuche das mal. Ups, nicht, das ist nicht wieder laufend. Ja, da habe ich. Was haben wir denn hier? Karamell, genau. Karamell habe ich nämlich auch gesagt, mag ich gerne. Wurde gleich umgesetzt. Vielen lieben Dank, meine liebe Anneliese. Freue ich mich sehr drüber. Lass mal hier alles irgendwie ins Bild holen. Ja, und diejenigen, die in meiner Gruppe sind, haben meinen Test mitbekommen. Ich habe leider, mal gucken, ob man es sieht. Ich habe das gestern ausprobiert und natürlich ist mir die Flasche umgefallen und hier in diesen Bereich rein. Ja, es war erstmal ein Test. Einmal wollte ich testen, welche von meinen Nuvo-Drops schon ein bisschen lange stehen und ein bisschen Flüssigkeit brauchen. Und zum anderen wollte ich gucken, ob mir das gefällt. Also natürlich nicht mit so vielen Farben. Das war jetzt nur mal so ausprobiert. Ob mir diese Art gefällt. Und da will ich jetzt vielleicht noch die ein oder andere Karte machen. Aber mal schauen. Das war jetzt halt schade, dass jetzt gerade hier diese blöde Flasche umgefallen ist. Das ist halt wirklich, ja. Man kann es leider nicht ändern. Ja, und das war es auch jetzt schon. Es war kurz und knapp heute. Ich muss jetzt mal nach meinem Hund gucken. Dem geht es heute nicht so ganz so toll. Und ich muss auch noch ein bisschen was arbeiten, leider, von zu Hause. Ich muss noch ein bisschen was fertig machen. Und dann deswegen. Heute nur mal kurz und knapp. Ich wollte euch ja auch nur kurz meinen Tausch zeigen mit der lieben Anneliese. Hab vielen lieben Dank auch dir, liebe Sandra, für die tolle Karte. Ich sag dann mal Tschüss, habt noch einen schönen Abend, fühlt euch geherzt, ciao!